Hier ist Mana TV mit den Tagesthemen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Mana News. Black Temple. Im letzten Hotfix wurde ein weiterer Türöffner eingebaut. Schon damals, als es vom T5-Content in den Schwarzen Tempel bzw. nach Hyjal ging, wurde ein Hotfix aufgespielt, sodass die Endbosse aus dem Schlangenstein sowie der Festung der Stürme, Lady Vash und Keltas ohne Umwege umgehauen werden konnten. Davor mussten noch im Vorfeld jegliche andere Bosse des Raids vernichtet werden, um Zutritt zu diesen zu erlangen. Dasselbe wurde nun im Schwarzen Tempel eingeführt. Nachdem ihr den dritten Boss Akamas Shemen in den Dreck befördert habt, öffnet sich direkt die Tür, welche zur Mutter, dem Rat der Illidari sowie Illidan führt. Ihr könnt demnach Terron Blutschatten, Gurtoxideblut sowie das Reliquiar der Verirrten komplett auslassen oder nur noch die Bosse legen, welche ihr für Loot benötigt. Das Ganze ist für alle Gilden, die nur noch Loot von den letzten drei Bossen benötigen, auf jeden Fall ein riesiges Quality of Life Feature. Zusätzlich erhaltet ihr ab sofort Abzeichen der Gerechtigkeit bei allen Bossen aus Mount Hyjal sowie dem Black Temple. Außerdem werden nun statt 2 T6 Tokens 3 fallen gelassen. Phase 5. Die finale Phase von The Burning Crusade hat begonnen. Seit Mittwoch, dem 11.05. um 9 Uhr könnt ihr die Insel von Keldanas betreten. Wir waren hierfür direkt live vor Ort, um den Ansturm auf Kamara festzuhalten. Neben einer vollen Insel gab es dazu noch einiges an Lags und spürbaren Latenzen. Was wäre zudem ein Blizzard-Patch ohne einen größeren Bug? Zur Zeit der Aufnahme dieses Videos ist es so, dass die heroische Version der neuen 5-Spieler-Instanz Terrasse des Magisters keinen Lockout hat. Normalerweise könnt ihr jede heroische Instanz nur einmal pro Tag spielen und müsst dann bis zum nächsten Tag um 9 Uhr warten. Aktuell ist dies allerdings nicht der Fall, da es schlicht und ergreifend keine ID gibt und somit die HC-Version so oft ihr wollt wiederholt werden kann. Zudem ist es aktuell nicht möglich, Gegenstände gruppenintern zu handeln, was untypisch für eine heroische Instanz in The Burning Crusade ist. Wir empfehlen das Ganze nur auf eigene Gefahr zu probieren, da das in die Kategorie Bug-Using fällt, auch wenn Blizzard daran natürlich absolut selbst schuld ist. Ein Hotfix dafür ist jedoch schon angekündigt. Sobald es diesen gibt, ergänzen wir das Ganze in der Videobeschreibung. Nordend. Nach einem Interview mit Executive Producer Holly Longdale gibt es eine ungefähre Info, wann die Beta von Wrath of the Lich King starten soll. Hören wir aber einfach mal kurz rein. We're really excited to get Wrath on beta in the next 2 to 3 months. It's important for us because, you know, some of the changes we're thinking about making is going to be informed by the community and what we learn from beta and what the players want. Demnach sollte die Beta im Juli oder August starten. Wenn wir das Ganze nun mit der TBC Classic Beta und dem offiziellen Release vergleichen, dann liegen wir hier zwischen Start der Beta und dem wirklichen Erscheinen genau 70 Tage, was etwas weniger als 2,5 Monate sind. Sollte das bei Wrath of the Lich King ähnlich sein, wird das Spiel im September oder Oktober erscheinen. Des Weiteren hat sich Class Lead Designer Brian Birmingham über die letzten Tage und Wochen wieder einigen Fragen auf Twitter gewidmet. So antwortete er auf die Frage, ob ein Classic Armory kommt, mit den Worten, dass es bis jetzt noch keine Infos bzw. Ankündigungen dazu gibt. Zudem betont er, dass er kein Fan der Armory sei, da es für ihn unter anderem der soziale Interaktion schädige. Er betont allerdings, dass sie momentan noch keinen konkreten Plan verfolgen, was dieses Thema angeht. Als weitere Frage kam auf, ob sie sich vorstellen könnten, Transmog ins Spiel zu implementieren. Birmingham meinte, dass es dieses System nicht in Wrath of the Lich King geben wird. Ihm gefällt das System, allerdings ist dieses nichts für Wrath of the Lich King, da er es komisch findet, wenn man nicht sieht, was sein Gegenüber an Ausrüstung trägt. Zudem äußerte er sich zur Namensänderung. Diese Option wird sehr wahrscheinlich dem Spiel hinzugefügt. Allerdings mit einem Art Cooldown, ähnlich wie auch den kostenpflichtigen Charaktertransfer. Bei einer weiteren Frage ging es darum, inwieweit in Classic und The Burning Crusade getrackt wurde. Damit Wrath of the Lich King das Erfolgssystem ins Spiel kommt, gibt es etliche Erfolge, die in der alten Welt erledigt werden können. Birmingham meinte diesbezüglich, dass in Classic noch nicht und in TBC nur ein kleiner Teil getrackt wurde. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass viele der alten Taten nochmal erledigt werden müssen, insofern das natürlich überhaupt geht. Diese wurden nicht auf euren Charakter bezogen erfasst und können somit nicht als Erfolg zählen. Zum Thema Dungeon Finder und der Frage, wie es dort nun weitergeht, meinte er, dass sie den Dungeon Browser aus TBC verbessern und den Premade Group Finder aus WoW Retail als Inspiration verwenden wollen. Dinge wie das automatische Bauen von Gruppen, dem Teleportieren zum Dungeon oder allgemein Cross-Realm soll dabei aber vermieden werden. Sie können sich zudem vorstellen, dass sie für Low-Level-Dungeon Dinge wie Extra-Erfahrung für Dungeon-Quests oder mehr Loot bei den Bossen einführen wollen. Bezogen auf den Dual-Spec wollen und müssen sie noch eine Lösung finden, wie und wo dieser aktiviert werden kann. Sie haben etwas Angst, dass Hybridklassen sich gezwungen fühlen, je nach Boss
Bosskampf ihre Ausrichtung zu ändern, nur weil zum Beispiel bei bestimmten Bossen ein Heiler mehr oder weniger mehr Sinn machen würde. Das würde vermutlich für einige Spieler den Spaß mindern. Den Punkt Mage Boosting hatten wir schon mal, nehmen diesen aber zur Vollständigkeit hier nochmal mit auf. Sie wollen auf jeden Fall etwas dagegen machen und finden vor allem die Änderungen aus Season of Mastery dafür spannend. Man könnte sich vorstellen, diese auch in Wrath of the Lich King zu implementieren. Das wären dann Dinge, wie dass Mobs in Instanzen nicht mehr so leicht kitebar wären, wie zum Beispiel in Maraudon durch den Segen von Teradras. Dieser bufft die Mobs und macht sie immun gegen bewegungseinschränkende, Bewegungsunfähigkeits- sowie Verlangsamungseffekte. Zusätzlich erhöht er die Bewegungsgeschwindigkeit um 50%. Außerdem könnten sie die erhaltene XP verringern, wenn ein Spieler einer deutlich höheren Stufe mit von der Partie ist. Zu Ende gab es noch ein kleines Statement zu permanenten TPC-Servern. Auf die Frage, ob er sich nicht doch vorstellen kann, permanente The Burning Crusade-Server einzuführen, antwortete Birmingham, dass er die Bitte so gesehen nicht zum ersten Mal höre, jedoch auch nicht versprechen kann, dass er seine Meinung diesbezüglich ändern wird. Es soll ihm aber auf jeden Fall bewusst sein, dass er gehört wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Wenn ihr uns supporten wollt, checkt doch einfach mal die Videobeschreibung ab. Jeder Kommentar oder auch Follow auf Twitter hilft zum Beispiel. In diesem Sinne, bis zur nächsten Mana News und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.